Neuer Monat, neue DM-Neuheiten. Ich war für euch wieder in der Drogerie, damit ihr wisst, was gibt es Neues. Ich bin ehrlich, die Ausbeute hat mich dieses Mal auf der einen Seite ziemlich enttäuscht, auf der anderen Seite aber doch ein bisschen aufgeregt gemacht. Und ich zeige euch einfach, was es Neues gibt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr startet in diesem Monat ganz toll und ganz glücklich. Ich bin den ersten Monat verheiratet und ich fühle mich gut. Ich fühle mich aber genauso gut, wenn ich also nicht genauso gut, das ist ein anderes Gut, aber ich habe Neuheiten in der Drogerie gefunden. Wir haben heute den DM-Neuheiten-Haul. Bei dem einen oder anderen Produkt kann ich euch schon mal ein paar Einblender machen. Und es gibt ja natürlich auch noch den Rossmann-Neuheiten-Haul. Wenn ihr den nicht verpassen wollt, dann lasst dem Video unbedingt einen Daumen nach oben da. Und zählt wieder die Emojis in diesem Video. Dann schreibt mir die Anzahl in die Kommentare und ich verlose wieder alle Produkte, die ich nicht benutze, zusätzlich zu weiteren Schätzchen, die ich schon hier habe. Los geht's. Fangen wir mit der Tür ins Haus. Ich habe dann doch recht viel Make-up gekauft, weil ich war so ein bisschen enttäuscht. Ich glaube, ich war auch dieses Mal ein bisschen sehr früh dran. Ich war Montag, also heute ist Montag, der 1. Juli, um Punkt 8 stand ich da auf der Matte mit meiner Kamera, mit meiner Tüte und war bereit, Neuheiten zu finden. Ich glaube, wir müssen diesen Monat vielleicht noch ein zweites Mal hingehen, weil so viele wirklich Neuheiten gar nicht da waren. Beziehungsweise waren bei vielen einfach dieses neue Ding nicht bewegt. Aber ein paar Sachen habe ich gefunden. Und zwar das erste ist das hier. Schau mal, kann ich nicht mehr hören. Diese Werbung habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Das ist die Repair und Pflege Reparatur Sprühpflege mit Kokosextrakt. Oh, die riecht sehr gut. Oh, es riecht sehr gut. Mache ich im Moment total gerne rauf, wenn ich viel Zeit im Garten verbracht habe, die Haare einfach so ein bisschen trockener geworden sind. Riecht sehr, sehr gut nach Kokosnuss. Ich entwirre dein Haar für leichtere Kämmbarkeit. Und das ist ganz spannend, da stand nämlich vorne nicht drauf. Und schütze es bis zu 230 Grad Hitze. Sehr, 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 sehr gut, weil ich ja jeden Tag mit dem Dyson arbeite, um so ein bisschen Bewegung in das Spektakel hier oben zu kriegen, ist das eine gute Sache. Meine Formel ist mit Kokosextrakt und vegan. Ich bin recycelt. Mein Flaschenkörper besteht zu 100% aus recyceltem Plastik. Ich weiß nicht, wie es bei Schauma ist. Bei Glisskur weiß ich auf jeden Fall, da muss ich der Versicherung vorher Bescheid sagen, wenn ich diese Glisskur benutze. Weil jedes Mal, wenn ich diese Glisskur benutze, ich 3 Tage später im Krankenhaus liege, weil der Boden einfach so rutschig ist. Einfach am besten in der Dusche aufsprühen, Maxim. Strapaziertes und trockenes Haar. Es riecht sehr gut. Kann man mal mitnehmen. Ich glaube, so in den Längen oder so. Einfach zum Kämmen. Vielleicht eine tolle, erleichternde Sache. Der Sommer ist es immer so spannend. Ne? Es sind immer dieselben Düfte, die rauskommen. Ich habe noch was mitgenommen. Und zwar das hier. Das habe ich Danny mitgebracht. Der ist ja so eine Darth-Maus. Ne? Ich bin nicht so die Darth-Maus, aber das fand ich persönlich ganz spannend. Den Geruch, den klassischen Darth-Geruch, kann ich nicht leiden. Finde ich ganz, 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 ganz schrecklich. Das mochte ich aber total gerne. Kokos und Reparatur. Shampoo. Oh ja, es riecht ähnlich, nicht ganz so doll wie das Schauma-Produkt. So ein bisschen Darf-Grundlagenduft ist schon mit da. Soll das strapazierte Haar regenerieren und Haarschäden reduzieren. Inspiriert von Ritualen indischer Frauen. Pflege mit Kokosduft für strapaziertes Haar, inspiriert von indischen Schönheitsritualen. Okay, keine Ahnung, was das jetzt bedeuten soll und was Darf mit Indien zu tun hat, aber Verpackung, clean, schlicht, habe ich einfach mal mitgenommen. Übrigens, wenn ihr vielleicht schon ein Produkt habt, wo ihr sagt, Maxim, ey, das ist richtig, richtig gut, schreibt mir das auch unbedingt in die Kommentare, dass ich das dann natürlich nicht nur für mich, sondern für die Mäuse in der Community gleich mit in den Kommentaren stehen habe. Was ich auch mitgenommen habe von Balea Med, ultrasensitive Barriereschutzcreme, Dreifach-Ceramide-Komplex und fermentierter Hafer-Mikrobiom-Balance. Ohne Parfum, ohne Parabene, ohne Duftstoffe und 5% Panthenol. Ich bin ein großer Panthenol-Fan. Wir probieren es mal aus. Recht wässrig, schon fast gelige Textur. Natürlich nicht parfümiert. Riecht aber nicht, also es riecht jetzt dadurch dann nicht schlecht. Sehr weich, zieht gut ein und hinterlässt ein gutes Gefühl. Was ich bei diesen Ceramide-Produkten auf der einen Seite mag, es ist aber einfach so, das muss man sich immer so ein bisschen rantesten. Einige Ceramide-Produkte funktionieren nicht mit Make-up. Das ist ganz spannend, weil die dann oft schnell Würstchen bilden. Ne? Deswegen probiere ich das einfach für euch mal aus. Finde ich aber mal ganz gut, gerade so an den Tagen, wo ich vielleicht nicht so viel machen möchte. Meistens hatte ich ja, habe ich jetzt echt schon lange nicht mehr hingekriegt zeitlich. Sonntags hatte ich ja immer mein super Skin-Ritual. Ne? Da wird gepeelt, da wird rasiert, da wird alles gemacht.
Oh, dieses eine verdammte Katzenhaar. Und montags ist dann natürlich meine Haut einfach ein bisschen überfordert. Und da probiere ich ihr wirklich so wenig anzutun, wie es nur geht. Ich glaube, für sensible Haut könnte das ganz spannend sein. Und was ich euch im letzten Monat schon gezeigt habe von Balea aus dieser Beauty-Expert-Reihe, ist das Vitamin C Eye-Booster-Produkt. Abends sehr, sehr gut, tagsüber leider ein totaler Flop, weil es einfach sich, es rollt sich ab. Es rollt sich ab, der Concealer bildet Würstchen ganz, ganz furchtbar unter Make-up. Abends gefällt mir das Ganze aber sehr gut. Vitamin C ist auffällend, Koffein sorgt dafür, dass die Äderchen so ein bisschen zurückgehen, dass man die nicht mehr ganz so stark sieht. Die Durchblutung wird natürlich dadurch gefördert. Abends super, morgens leider ein Flop. Bleiben wir kurz bei dieser Beauty-Expert-Reihe, denn es gibt auch was Neues und das fand ich ganz spannend. Das erinnert mich so ein bisschen an den damaligen Freund von meiner Oma, der ja leider verstorben ist. Der hat nämlich immer Karottenöl benutzt in seinem Gesicht und das hat ihm immer so einen kleinen Tan gegeben. Jetzt gibt es das aus der Beauty-Expert-Reihe Multivitamin Oil Booster. 6% Vitaminkomplex und 4% Karottenöl. Hydratisiert und schützt, verleiht einen zarten Glow mit 4% Jojobaöl und 5% Traubenkernöl, soll Feuchtigkeit spenden sein. Kommt in einer ganz normalen Glasverpackung. Bin ja ein großer Ölfreund. Ne? Also sobald von... Das ist so lustig, ne? Meine kompletten Routinen ändern sich wirklich mit den Jahreszeiten. Ich lebe im Moment sehr, sehr gerne. Es klingt auch total drüber. Ich lebe mit den Jahreszeiten. Obviously, wir alle. Aber ich passe meine Skincare-Routine komplett den Jahreszeiten an. Und im Winter arbeite ich sehr, sehr viel mit reichhaltigen Ölen. Und dafür könnte das ganz spannend sein. Es hat so eine leichte orangene Färbung. Ich kann jetzt auch keinen Duft feststellen. Das mache ich meistens als Abschlusspflege. Einfach rüber. So ein bisschen nach Öl riecht's. Ich bade einfach total gerne da drin. Trage mir das auf die Haut auf. Ich weiß nicht, da bin ich, glaube ich, so ein bisschen geprägt worden von meiner sizilianischen Oma. Die hat ja auch gefühlt alles mit Olivenöl. Kopfschmerzen, Olivenöl. Halsschmerzen, Olivenöl. Essen schmeckt nicht, Olivenöl. Überall Olivenöl. So, und ich glaube, diese Öltherapien haben mich so ein bisschen einfach geprägt. Und dafür mag ich das ganz gerne. Es fühlt sich sehr gut an. Es hinterlässt aber auch nicht so einen fettigen Film. Bis am Ende des Tages ist es ein Öl. Ne? Aber es gibt ja auch so ein bisschen dieses trockene Ölgefühl. Habe ich hier schon auf der Hand. Die Haut sieht auch gleich so ein bisschen gleichmäßiger und glatter aus. Da gebe ich euch auf jeden Fall mal ein Update, was man damit machen kann. Ansonsten kann man das bestimmt auch an den Füßen benutzen. Apropos Füße. Mann, ich weiß, es ist so lustig. Ne? Ich kann mit euch über alles reden, aber bei meinen Füßen, da hört es auf. Gut, meine Füße sind im Moment ein bisschen mitgenommen durch das viele Laufen. Ich begleite ja Danny bei seinen 10.000 Schritten am Tag, fast jeden Tag. Und da sehen meine Füße natürlich auch nicht aus, als wäre ich auf Wolken gebettet gewesen. Und da dachte ich mir, nehme ich mir von Balea das Feedwell Fußbalsam mit Lycea cubeba und Aprikosenkernöl mit. Soll mit Kakaobutter sein und die Haut geschmeidig pflegen. Glycerin und Panthenol spenden Feuchtigkeit, belebend durch ätherische Öle. Ah, schwierig. Ätherische Öle sind ja eigentlich immer ganz gut. Muss man aber immer mal schauen, ob ätherische Öle nicht vielleicht auch doch reizen können. Es riecht, krass, es riecht wie so ein... Seid ihr schon mal in so ein Kosmetikinstitut gegangen? Riecht genauso. So ein bisschen dieses Zitrone, Sandelholz, was ist das? Zitrus... Zitronenschalenölextrakt. So ein bisschen wie Zitronengras. Riecht, fühlt sich aber sehr gut an, ist super, super reichhaltig. Kann man mit Sicherheit auch auf den Händen benutzen. Ihr kennt ja meinen Handcreme-Tick. Oh ja, es fühlt sich wirklich sehr, sehr gut an. An den trockenen Stellen, glaube ich, ist es ganz gut. Auch hier an den Ellenbogen, an den Knien. Freunde, cremt euch ein. Ich weiß. Haben alle nicht so einen Bock drauf. Riecht aber, und also riecht wirklich sehr, sehr gut. Es gibt mir so ein Spa-Gefühl. Ich bin ja auch so eine Duftstoffmaus. Ne? Ich liebe Duftstoffe in Kosmetik. Nicht überall, aber in einigen. Weil sie einfach so ein Feeling auslösen. Super spannend. Ich war ja gerade auch bei Rossmann. Und vor mir ist jemand mit einer Vespa lang gefahren. Das riecht ja dann immer so besonders. Und alleine dieser Duft von diese Abgase haben mich sofort in meine Kindheit zurückgebracht, wie ich in Italien war. Ne, da ist ja jeder mit einer Vespa vorbeigefahren. Und ich liebe das an Düften, dass sie einfach so Erinnerungen wieder wachrufen können. Das erinnert mich jetzt an meinen letzten Spa-Besuch vor 127 Jahren. Wir haben noch ein bisschen mehr, aber jetzt einmal muss ich euch fragen. Dieses Ding hier, Trended Up Fresh and Nude BB Foundation. Ich habe das Ding noch nie gesehen. Ich habe das einfach noch nie gesehen und ich trage es heute. Meine Base sieht unglaublich natürlich aus. Für 3,95 Euro. Keiner, nee. Das ist richtig, richtig gut, auf den ersten Eindruck zumindest. Farbauswahl, unterirdische Schublade, aber gefällt mir ganz gut. Ist das Ding neu?
Oder ist es ein altes Produkt? Da brauche ich mal eure Hilfe. Und dann habe ich wirklich einige Produkte von Alverde mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ihr das Video zu Sante Naturkosmetik schon gesehen habt. Da habe ich ja wirklich einige echt spannende Favoriten gefunden. So, und jetzt habe ich hier einmal eine Contouring-Palette und Highlighter-Palette mit wirklich vielen verschiedenen Farben mitgenommen. Ich habe einen neuen Concealer mitgenommen, einen Highlighter-Stick und einen Contour-Stick. Den viralen Blush von Alverde, hätte ich auch nie gedacht, dass Alverde mal viral geht, aber here we are. Einen neuen Puder-Blush, eine Lidschattenpalette. Ich glaube, ich mache mal ein extra Alverde-Video. Habe ich noch nie gemacht und das interessiert mich wirklich, weil die Produkte, die sehen jetzt nicht mehr so langweilig aus, wenn ich ehrlich bin. Das hat mich ja damals bei Naturkosmetik immer so ein bisschen abgeturnt, dass es alles so basic, basic, basic war. Hier. Sieht echt spannend aus, ne? Also auch so ein paar spannende, trendige Produkte. Also schreibt mir da gerne mal einfach in die Kommentare, ob ihr Lust drauf habt, ob ich da mal ein Video zu machen soll. Dann mache ich das natürlich. Ich nehme es jetzt hier nochmal mit rein, weil ich das letzte Woche wieder neu gekauft habe. Mivolus Medizinprodukt, steriles Schürfwundenpflaster. Soll man eigentlich auf Schürfwunden machen. Ich bin nicht mehr 4. Ich fahre nicht mehr mit einem Bobbycar durch die Gegend und Fahrradfahren tue ich schon gar nicht. So eine Schürfwunde kriege ich nicht ganz so schnell. Falls ich eine kriegen sollte, bin ich ja jetzt gut ausgestattet. Aber ich bin euer bester Freund, wenn es darum geht, euch zu sagen, was man auch gegen mal so ein kleines freches Pickelchen machen kann. Und hier sage ich euch, das Mivolus Medizinprodukt sterile Schürfwundenpflaster. Ich hatte neulich, ihr seht es noch so ein bisschen da unten, scheint er noch durch, wieder so einen richtigen, oh Mann, der hat mich wirklich wütend gemacht. Ne? So, und den kriegst du ja nicht weg. Da hilft kein Teebaumöl mehr, drücken sowieso nicht. Was habe ich gemacht? Ich habe mir so ein Blasenpflaster. Habe ich mir aufs Gesicht geklebt am nächsten Tag. Ich hätte es selber nicht geglaubt. Und da ich aber jetzt hier nicht 15 Euro für ein Pickelpatch ausgeben will, habe ich jetzt einfach von Mivolus die gekauft und die sind genauso gut. Es ist im Prinzip dasselbe. Das sind diese Hydrokolloidpflaster, glaube ich, heißt das. Die ziehen die Feuchtigkeit und die Entzündung raus, fördern aber die Wundheilung, gerade auch wenn es sehr entzündet ist, hilft mir das sehr gut. Ganz, 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 ganz toll. Kann ich euch wirklich wärmstens empfehlen. Ich bin super gespannt, was ihr vielleicht noch Neues gefunden habt. Es tut mir leid, dass es ehrlich gesagt nicht so viel ist, aber es war noch nicht so viel da. Aber ich bin immer der Erste mit den Neuheiten und deswegen schauen wir mal, was wir da noch in den nächsten Tagen finden. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei wart und würde vorschlagen, wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf!